Hallo und willkommen zurück zu Buried Stars, wo mal wieder eine Gesprächsorgie ansteht. Wir haben aber erstmal noch Väter Post zu lesen. Okay, das ist Kyojo in jungen Jahren. Ich finde, er hat sich zu seinem Vorteil entwickelt. Da muss ich noch einmal picken, oder? Ja, genau. Die Aussage eines Mitstudenten von Kyojo, der hat gesagt, dass er halt ja ein paar Jahre nicht bei der Schule war, nachdem er das Stipendium, oder bei der Uni war, nachdem er das Stipendium bekommen hat. Und über die Familienangelegenheiten weiß er nichts. Oder ist das sein Schulkollege? Schwer zu sagen. Ich habe eine Ja, ich habe eine Ködernachricht geschrieben, um Sunyans IP-Adresse zu bekommen. Und das bedeutet, er ist irgendwo in Afrika. Da stinkt doch irgendwas. Naja, schon mal was von VPN gehört. So, das hatten wir schon mal. Dann. Essynian verbreitet falsche Informationen. Bitte erstattet sofort Bericht, wenn ihr sie seht. Also, na, man soll die quasi auf Vater melden. Da wird gesagt, hier reportet die Nachrichten von Sunyan, damit die dann wohl gesperrt werden. Okay. Ja, dann sprechen wir mal mit Chuyong. Und auch hier kann ich im Prinzip alles ansprechen. Zum Glück nur sechs Themen diesmal. Wer könnte einen Groll haben? Hallo. Also insbesondere, wer hegt einen Groll gegen Hesong, Sunyan und Doyun? Ja, weil Sunyan nämlich diese Namen in den Morddrohungen erwähnt hat. Ich glaube nicht, dass es speziell da um euch geht. Letztendlich wurden wir alle angegriffen. Und die Dinge, die über mich und Kyojo berichtet wurden, waren der Öffentlichkeit unbekannt zuvor. Ja, das stimmt. Deine Barista-Geschichte und sein Stipendium waren normalerweise nicht öffentlich bekannt. Sunyan war ja quasi der Chef der ganzen, oder die Chefin der ganzen Show. Während Hesong und du ja im Ranking ganz unten standest. Aus diesem Grund wurdet ihr drei wohl erwähnt. Okay. Meinst du, dass Sunyan einen Groll hegt gegen alle Finalisten? Tja, dazu kann ich wirklich nichts sagen. Mir fällt da niemand ein, der das, bei dem das so wäre. Vielleicht ist es auch nur ein Trick, damit wir jetzt Zeit damit verschwenden, eine Erklärung zu suchen. So, die Passwortgeschichte. Ja, die Passwort-Policy war einfach zu lax.
wie viele Leute kennen wohl dieses Passwort? So weit kann ich gar nicht zählen. Julian konnte mit elektronischen Gerätschaften sehr gut umgehen. Sie war streng gegen diese Passwort-Policy, als sie angekündigt wurde. Ich habe denen immer wieder gesagt, ist ein Sicherheitsproblem. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Cloud so angreifbar ist. Naja, ich wusste es ja auch nicht, denn Heesongs Uhr war ja die einzige mit diesem Dienst installiert. Also, ja, Bilder machen. Chuyong murmelte etwas, während sie auf die Uhr starrte. Ich habe denen immer wieder gesagt, wir brauchen alle ein unterschiedliches Passwort. Ja. Da war halt das Personal wohl eher faul. Wenn das so wichtig war, dass die Uhren wieder zurückgegeben werden, dann hätte man ja später ein Factory Reset machen können und die Passwörter alle wieder zurückstellen können. Ich bin überrascht, aus deinem Mund das Wort Factory Reset zu hören. Also Werkseinstellung. Ich dachte eigentlich, du wärst digital eher ungebildet. Nein, hör mal, ich möchte jetzt was mit dir über was anderes sprechen. Wir haben die Uhren ja bekommen in der ersten Finalrunde. Alle Wettbewerbsteilnehmer haben da auch die Passwort-Policy und die Accounts kennengelernt. Do-Yun wusste, worauf Chuyong hinaus wollte. Die Top 10. Ah, sie alle wussten es. Okay, also vielleicht doch, dass S-Sunyan jemand ist zwischen Platz 6 und Platz 10. Und sich jetzt noch irgendwie rächen will, weil die Person halt ausgeschieden ist. Beziehungsweise am wahrscheinlichsten ist vielleicht, oder was heißt am wahrscheinlichsten? Es gibt eben auch noch eine Wahrscheinlichkeit, dass es ein Bandmitglied ist von Do-Yun. Ich weiß nicht, ob die Accounts der anderen Wettbewerbsteilnehmer kannten. Aber eines ist sicher. Die Top 10 kannten die Passworts. Also kannten die Passwort-Policy. Also dementsprechend auch die Passworte. Und 10 Leute ist ein sehr kleiner Verdächtigenkreis. Na, es sind ja nicht nur die 10 Leute, es ist ja auch das Personal, was das wusste, ne? Welchen Platz hast du denn ausgemalt damals, als du hier bei der Show mitgemacht hast? An das Ranking habe ich nie so richtig gedacht. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ich es bis zu den Bühnenshows schaffen würde, also bis zu den Live-Veranstaltungen. Ja, was da noch zukommt, du warst ja nicht alleine. Ja, das hier war jetzt für mich komplett unerwartet. Das habe ich mir nicht in meinem Traum gedacht. Und wie ist das bei dir? Die wieviel Platzierte wolltest du werden? Natürlich die Erstplatzierte. Ich habe mir schon immer hohe Ziele gesetzt, schon damals in der Ausbildung, also ja, bei Beloved sozusagen.
Und wie schaffst du das? Man setzt sich das Ziel einfach ein Level höher als das realistische Ziel. Und dann setzt man es auf Priorität 1, Schritt für Schritt auf das Ziel hinzuarbeiten. Ein Schritt nach dem anderen. Es gab sogar einen Teamslogan während meiner Beloved-Jahre. Ein Schritt zur Zeit in Richtung unseres Zieles. Ja, ihr hattet alle das gleiche Ziel. Mein Traum war meine oberste Priorität. Und das ist auch immer noch so. Aber jetzt, wo ich nochmal von vorne beginnen wollte, akzeptiert mich keiner mehr. Diese Audition war die einzige Möglichkeit, meine Karriere nochmal zu beginnen. Hattest du nicht Angst, wieder vor Publikum zu sein? Ja, mächtig. Ich habe mich echt gefragt, ob ich es nochmal aushalte, wenn mich die Öffentlichkeit kritisiert. Ja, du hattest sowas ja bereits mal erlebt. Aber ich fand dann, dass ich unterschiedlich reagierte oder anders reagierte. Ich war stärker geworden als zuvor. Ein unnachgiebiger Geist, der sich allen Widerständen widersetzt, oder allen Hindernissen widersetzt. Und in der ganzen Flut der Kritik begann mein Geist, eine konkretere Form anzunehmen. Aha, und diese konkretere Form, war das eher so ein Speer oder eher ein Schild? Oh, das ist eine interessante Frage, Do-Yun. Ja, ist ein bisschen gruselig ist sie schon, ne? Also ich würde da eher sagen, ich würde jetzt keine Tasse Tee trinken, die sie mir anbietet. Ja, mehr wie ein Schild. Zumindest bis zum Zusammenbruch der Bühne. Und jetzt? Ich begann zurückzuschauen in meine Vergangenheit, die ich nicht hätte ignorieren sollen. Vielleicht sehe ich deshalb jetzt meinen Geist eher als Speer. Ja, sie ist fest entschlossen, ihr Ziel zu erreichen. Ja, die Information muss von einer nahestehenden Person gekommen sein oder von einem Insider.
Meinst du, wir können das Personal da berücksichtigen? Ja, vielleicht. Wenn es jetzt einfach eine nahestehende Person wäre, dann passen die Dinge einfach nicht zusammen. Denn die ganzen Geschichten kamen ja von Esunyan. Und Esunyan ist nur eine Person. Wenn wir uns also auf das Personal von Beastars konzentrieren, sollten wir vielleicht C nach seiner Meinung fragen. Okay. Dann hier diese Geschichte mit dem, dass Kyojo eine Weile nicht bei der Schule war, oder bei der Uni war. Vielleicht wusste die Person es nicht, weil sie kein Interesse hatte. Achso, es ging jetzt darum, dass die Person nicht über Kyojos Familienangelegenheiten weiß. Ja, niemand weiß ja, wie es in der Familie von anderen Leuten abgeht, wenn man nichts davon erzählt bekommt. Naja, viele dieser Posts wurden jedenfalls nur für den Kick geschrieben. Oder nur so zum Spaß geschrieben. Ja, wer würde sich schon die Gelegenheit entgehen lassen, in unserer jetzigen Lage so einen Kommentar zu schreiben? Du scheinst sehr Erfahrung zu haben und dabei dachte ich, du weißt nicht so viel über Väter. Ja, durch diesen Unfall habe ich viele Lektionen für mein Leben gelernt. Naja, es dreht sich dabei auch nicht nur um Väter. Kyojo schweigt sich deswegen ja aus. Deshalb sollten wir auch nichts mehr dazu sagen. Konzentrieren wir uns auf das, was wir herauszufinden versuchen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Du weißt, kümmern wir uns um Esunyan. Okay, die ausländische IP-Adresse. Das ist doch ganz normal. Die IP-Adresse zu verbergen, damit man ja nicht gefunden werden kann. Zum Beispiel kann man ja ein VPN benutzen, um seine eigene IP-Adresse zu verbergen. Und dann sieht es so aus, als wäre die aus einem fremden Land. Das heißt, das war von langer Hand geplant. Muss nicht. Es gibt ja auch Leute, die benutzen generell immer VPN. So, ja. Genau, das war geplant. Und es gibt da noch eine weitere Sache. Was können wir denn aus der Tatsache lernen, dass sie ihre IP-Adresse verborgen haben? Ja, dass der Typ Erfahrung damit hat. Das war nicht das erste Mal. Diese Person hat Erfahrung und weiß, wie man sich versteckt. So. Genau. Sie haben einen anonymen Account erschaffen. Oder die Person hat einen anonymen Account erstellt und die IP-Adresse verborgen, bevor sie sich gezeigt hat. Ich glaube nicht, dass es das erste Mal war für Esunyan. Diese Person weiß, was sie tut. Es gibt viele Trolle, aber nur ein paar würden sich extra die Mühe machen, die IP-Adresse zu verschleiern. Ja, sie haben das Ganze so geplant mit und dabei das Wissen genutzt, was sie aus früheren Sachen gelernt haben. Ich glaube nicht, dass sie so vorbereitet reinkam. Was? Sie
diese Person hat ziemlich impulsiv gehandelt, aber dabei nie vergessen, sich selbst zu schützen. Für Essynian war das nicht das erste Mal, da bin ich jetzt sicher. So, dann wurde der Account von Essynian ja bei Vater gemeldet. Ja, aber da ist noch nichts passiert. Aber der schreibt jetzt ja schon seit Stunden. Der muss doch, das dauert viel zu lange. Ich habe ja schon früher mal Beschwerden gelesen, wie langsam doch Vater reagiert, aber bei dieser Sache ist ja wirklich was Ernstes. Ja, es würde mich sehr entlasten, wenn ich diese Post von Essynian nicht mehr lesen müsste. Ja, ich hoffe, da kümmert sich bald mal einer drum. Und dass wir später dann rausfinden, dass Essynian hinter dieser ganzen Sache steckt. Aber wenn man die Tatsache bedenkt, dass die Vater-Leute noch keine Maßnahmen ergriffen haben, können wir jetzt nicht einfach tatenlos rumsitzen. Dafür sind wir auch nicht mental fit. Ja, das sehe ich ja auch so, deshalb unterhalten wir uns jetzt ja auch gerade. Okay, dann die Annahme der Top 10. Also, dass Essynian jemand aus den Top 10 sein müsste. Ich war total aufgeregt, als ich das erste Mal diese Uhr bekam. Ja, du magst ja elektronische Gerätschaften. Ja, und ich habe auch einen Artikel darüber gelesen, wo gesagt wurde, dass diese Uhr immer noch in der Entwicklung ist. Aber es wurden ja viele Funktionen eingeschränkt, sodass man diese Uhr nicht komplett nutzen konnte. Wenn diese Einschränkungen aufgehoben worden wären, hätten wir diese Uhr besser nutzen können. Naja, aber diese ist ja schon viel besser als die, die wir bekamen während der ersten Runde des Finales. Diese, die damalige Uhr, die war ja, oh mein Gott. Ja, die hat echt abgestunken. Und wir durften sie auch nur während der Show tragen. Sie sagten dann, sie würden unsere Uhren nochmal tweaken, aber jetzt haben wir erfahren, es ging nur darum, bestimmte Funktionen abzuschalten. Ah. Ja, die Uhr war in der ersten Finalrunde nutzlos. Ja, das ist die Frage, warum haben sie uns die überhaupt gegeben, wenn sie so nutzlos war? Also, wo die da schon wussten, dass sie uns dann später eine andere Uhr geben würden. Ah ja. Warum? Also in der ersten Runde die andere. Naja, das war wohl ein Deal, dass wir die tragen sollten zum Beginn der Finalrunden. Vielleicht haben sie aber auch bereut, sie uns gegeben zu haben. Zum Glück durften wir sie dann persönlich nutzen während der zweiten Runde. Es blieben, ja, zweite Runde, das waren also die Top 7, die da noch waren. Drei wurden in der ersten Runde rausgekickt. Das bedeutet,
also Platz 8 bis 10 durften die Uhr zwar tragen, aber nie benutzen und mussten sie wieder zurückgeben. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Haben die zuerst eine bessere Uhr bekommen mit allen Funktionen und die wurden dann später eingeschränkt, die Funktionen? Aber sie durften sie auch nur während der Show tragen? Naja. Nee, also ich glaube, ich habe es im ersten Augenblick halt falsch verstanden. Also ich korrigiere. Die 10 Finalisten haben eine Uhr bekommen. Die durften sie aber nur während der Show tragen. Und diese Uhr hatte sehr viele Funktionen. Dann, als es noch die Top 7 waren, durften sie diese Uhr auch komplett benutzen. Mit all den Funktionen. Dann mussten sie aber wieder zurückgeben. Dann wurden Funktionen gesperrt und dann haben, als nur noch 5 Wettbewerbsteilnehmer waren, die Leute, die ihre Uhr halt mit eingeschränkten Funktionen zurückbekommen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich mich so auf diese Uhr verlassen würde. Unabhängig von der Qualität ist es ja auch die einzige Sache, die uns mit der Außenwelt verbindet. Okay, dann sprechen wir mit Kyoyo. Ja, hat Essynian einen Groll gegen die Top 5? Du, Chuyong, Ina, Hesong und ich. Wir sind unterschiedlich alt, wir kommen aus unterschiedlichen Städten. Unser Lebenshintergrund ist auch ganz unterschiedlich. Aber wir haben eine gemeinsame Sache. Ja, wir sind Beastars-Finalisten. Gab es jemanden bei Beastars, der dich nicht mochte? Nein, da fällt mir jetzt keiner ein. Aber jeder Mensch hat doch irgendjemanden oder begegnet doch im Leben irgendjemanden mal, der einen nicht richtig leiden kann. Denn jeder macht ja auch mal Fehler. Und es ist aber ganz leicht, das zu vergessen, was man falsch gemacht hat. Es sei denn, man ist zufällig das Opfer. Naja, aber es gibt ja auch Leute, die behandeln dich schlecht, ohne ersichtlichen Grund. Bei Doyuns Bemerkung schien Kyoyo etwas einzufallen. Ah. Ja, vielleicht hat Essynian ja die Absicht, uns leiden zu lassen, indem wir über unsere Vergangenheit nachdenken und uns dann fragen, was wir wohl falsch gemacht haben. Okay, dann diese Passwortgeschichte. Also, Essynian kennt Account und Passwort. Meinst du, es ist ein Mitglied des Produktionspersonals? Soka. Du meinst von Beastars? Nachdem wir es zum Finale geschafft haben, haben wir diese Smartwatches bekommen. Passwort-Policy war seitdem immer die gleiche. Ja, die wurde ja von dem Sponsor festgelegt und von den Beastars-Leuten einfach an uns so weitergegeben. Wir mussten den vorkonfigurierten Account nutzen und das entsprechende Passwort. Und jedes Beastars-Personalmitglied musste das eigentlich wissen. Aber meinst du, ist es fair, das Personal anzuzweifeln? Es ist nervig, ich habe schon wieder das blöde Update. Ich hasse dieses Update.
So, wir versuchen, den Pool der Verdächtigen einzugrenzen. Oh. Ja, okay, wenn es uns hilft. Ich rede nochmal mit dir, wenn mir wieder was einfällt. Wir werden ein deutlicheres Bild bekommen, wenn wir den Kreis der Verdächtigen eingrenzen. So, und jetzt haben wir auch sogar jetzt ein Freundschafts-Event. Ich würde hätte am liebsten abgesaved wegen dieses blöden Updates, weil ich ja nie sicher sein kann, ob dann diese Aufnahme auch hundertprozentig weiterläuft. Aber gut, dann machen wir jetzt erst das Freundschafts-Event mit Kyoya. Es nagt immer noch an dir. Moment, ich muss mal gucken, was nagt an ihm. Achso, diese Stipendiumsgeschichte, ja. Ich werde jetzt mal sagen, was passiert ist. Suzuki Itsuki Sensei wa itsumo jiritsu shiro to kuchi suppaku itteta yo. Mein Vater Byung Hee Lee war es immer wichtig, alles alleine durchziehen zu können. Jibun ga hitori de subete o nashitogeta you ni sou suru beki da to. Weil er in seinem Leben halt alles immer alleine schaffen musste und damit sehr erfolgreich war. Deshalb wollte er eben wohl, dass sein Sohn das auch macht. Und das war nicht nur eine Redensart von ihm. Als ich aufwuchs, war ich komplett auf mich alleine gestellt. Wirklich? Keine finanzielle Unterstützung und so? Taschengeld und irgendwas? Was er erreicht hatte, war ganz alleine für ihn. Und seine Familie machte da keinen Unterschied. Ich musste alles Mögliche tun, um an Geld zu kommen. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, die Highschool zu überstehen. Aber während meiner Jahre an der Universität begann ich dann den Preis dafür zu zahlen. Ich habe in mehreren Teilzeitjobs gearbeitet. Ich konnte nicht mal das Schulgeld bezahlen und ich hatte dann auch keine Konzentration mehr für die Schule. Als ich dann einmal ganz schrecklich krank wurde, beschloss ich, ihn um Hilfe zu bitten. An diesem Abend hat er ein Konzert gegeben und er wirkte zufrieden. Ich habe dann ein bisschen um den heißen Brei herum geredet. Aber es war schwer, den richtigen Moment für dieses Thema zu finden. Letztendlich kam ich dann doch zum Thema Geld. Und was hat er gesagt? Er sagte, dass er von mir enttäuscht wäre. Kein Penny würde er mir geben. Und da musste ich einfach gehen. Er hatte kein Mitleid.
Ich schämte mich so. Ich hätte ihn anbetteln können. Aber da hätte er nur die Nase gerümpft. Und wie ist das mit anderen Verwandten? Für die waren weder ich noch mein Vater Teil der Familie. Und weitere Teilzeitjobs konnte ich mir nicht erlauben. Dann war das Stipendium. Ja, verzweifelt bin ich dann zu meinem Professor gegangen, um, ja, aus der Schule zu gehen. Die Uni zu verlassen. Aber er hat mir dann angeboten, mir zu helfen. Der Professor kannte meinen familiären Hintergrund nicht. Das wurde erst später bei Beastars enthüllt. Ich schätze, deshalb hat er mir das Angebot gemacht. Und irgendjemand musste ja das Opferlamm sein, weil ich das Stipendiumsgeld angenommen hatte. Also irgendjemand muss ja schuldig, der Sündenbock sein, genau, nicht das Opferlamm. Also, Kyojo wird jetzt vorgeworfen, ein Stipendium angenommen zu haben, weil seine Familie doch so reich ist und er deshalb das Stipendium nicht bräuchte. Aber seine Familie gibt ihm keinen Cent. Naja, ich verdiene die Beschuldigung dafür. Ich habe nicht klar gedacht. Ich habe nur an mich selbst gedacht. Jemand anders hat leiden müssen, aus Konsequenz wegen meiner egoistischen Entscheidung. Ja, okay. Er hätte natürlich sagen können, ich verlasse die Uni. Meine Familie, meine reiche Familie hilft mir nicht. Ich muss die Uni verlassen. Ich muss jetzt hier irgendwo als Hilfsarbeiter arbeiten. Dafür kann irgendjemand anders auf die Uni und studieren, jemand anders Armes. Das hätte er natürlich tun können, aber wer will es Kyojo jetzt verdenken, dass er gerne eben auch bei der Uni weiter gewesen wäre und wenn er kein Geld hat, braucht er halt ein Stipendium. Und selbst mein Vater rümpft jetzt seine Nase in seinem Grab gegenüber mir. Macht mir Vorwürfe wegen meiner hilflosen Abhängigkeit. Und dass ich immer noch Vorteile ziehe aus seinem guten Ruf. Alles klar bei dir, Kyojo? Mit halb erhobenem Haupt schaffte es Kyojo, ein leichtes Lächeln, ein künstliches Lächeln aufzuziehen. Nein, weißt du was? Ich bin tatsächlich erleichtert. Ich wünschte, ich hätte schon eher mit dir darüber sprechen können. Ja, rechtlich gesehen hatte Kyojo jetzt keinen Anspruch auf das Stipendium, weil seine Familie halt reich ist, aber ja, das will er machen. Okay, und ich muss jetzt tatsächlich diese Aufnahme mal kurz unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder.
Es geht um die Geheiminformationen, die er über die Top 5 weiß, also die Ascendant über die Top 5 weiß. Das war echt seltsam, dass Esunyan über meine Universitätstage gesprochen hat. Denn es wurde während der Show kaum erwähnt. Kann es ein Angestellter der Schule gewesen sein? Nach kurzem Nachdenken schüttelte Kyoyo den Kopf. Diese Person hat ja nicht nur über mich etwas erzählt, sondern auch über alle anderen. Und daher kann es ja kein Angestellter meiner Schule sein. Es muss jemand sein, der eine Verbindung zu uns allen hat. Wir sollten daran denken. So, dann sein Mitschüler. Der nichts über seine Familienangelegenheiten weiß. Ja, ich kann das schon gut verstehen, dass er nichts darüber weiß. Du hast eine Auszeit von der Schule genommen, wegen des Unfalls deiner Familie. Aber wie? Ja, du hast doch schon gehört, es gab quasi keine Interaktion, also keine Kommunikation zwischen uns, also zwischen seiner Familie und ihm. Jo. Du hattest bestimmt viele Freunde. Nein, wieso? Doch Schulfreunde, Mitstudenten. Achso, nein, Entschuldigung, der redet ja jetzt wieder über sich. Also bei Kyoyo war es so, die Schulfreunde, die Mitstudenten und seine Bekannten, mit denen hat er nie über seine Familie gesprochen. Ich habe auch nie ein Gespräch mit ihnen gesucht, sondern immer einen Abstand gewahrt. Und wenn du meine Gründe kennst, dann wirst du eine ganz andere Perspektive darüber erfahren. Ja, die haben wir inzwischen kennengelernt, seine Gründe. Liegt es an der unterschiedlichen Familienkultur vielleicht? Du kennst doch die Familie meines Vaters. Sie schämen sich sowohl für mich als auch über meinen Vater. Und ich vermute, dass auch mein Vater diese Familie nicht mochte, weil er mich nie mit zu ihnen genommen hat. Als ob sie Fremde wären. Zu seiner Beerdigung kam keiner unserer Verwandten. Das ist ja unglaublich. Und jetzt werde ich wieder kritisiert, weil ich bei Beastars bin und die Leute jetzt was über meinen Hintergrund herausfinden. Die Klasse von jemandem unter die Lupe zu nehmen, nein, den sozialen Status von jemandem unter die Lupe zu nehmen, wenn man eine Beziehung beginnt, das kann ich ja verstehen. Ja, du hast aber nichts getan, was ihr Urteil gegenüber dir rechtfertigen würde. Traurig, oder? Ich habe mich quasi isoliert von anderen Menschen, habe eine Mauer um mich herum gebaut. Naja, das könnte ja ein Talent sein von Künstlern. Also Künstler machen das wohl öfter mal. Eine Tugend, kein Talent, sondern ist also gut, wenn Künstler nicht so viel an sich ranlassen. Ja, ich war auch nicht so der soziale Typ.
Ja, das habe ich ja erfahren von Beastars, dass du auch oft umgezogen bist. Ja, das lag an meinem Vater. Er war immer auf Geschäftsreise. Hat sich immer um die dreckigen, gefährlichen und fordernden Aufgaben gekümmert. Und ich musste dann halt immer hin und her ziehen zwischen den Häusern unserer Verwandten. Waren deine Verwandten denn wenigstens nett zu dir? Ja, natürlich. Aber trotzdem habe ich mich dort nie wirklich behaglich gefühlt. Nachdem ich dann in der Highschool die Band gegründet habe, war ich kaum noch zu Hause. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig überheblich, aber ich habe mich einsam gefühlt. Naja, du bist vielleicht mehr so der Einzelgänger. Ja. Aber die Gedanken und Emotionen von diesem Moment, ich glaube, sie haben mir geholfen, diese Lieder zu schreiben. Ach so, hast du deshalb die Tugend eines Künstlers hervorgehoben? Siehst du, ich kann ganz gut andere Leute trösten. Okay, gehen wir mal davon aus. Vielleicht war es jetzt ein bisschen am Thema vorbei. Ja, sein Vater hat im Ausland gearbeitet und er musste dann, also Doyon musste bei verschiedenen Verwandten dann leben. Und sein Gefühl der Einsamkeit hat ihn halt inspiriert, Lieder zu schreiben oder Songs zu schreiben. Jedenfalls lieben das die Menschen an dir. Achso, nein. Jedenfalls die Dinge, die die Menschen jetzt an dir lieben, Kyoyo, wurden vielleicht auch in deiner Zeit der Isolation geboren. Ich weiß, was du sagen willst, danke. Mittlerweile komme ich auch damit zurecht. Oh, noch ein Rapport. Ich habe dich bestimmt gelangweilt mit meiner deprimierenden Geschichte. Es tut mir leid, ich weiß, du hast schon genug eigene Probleme. Nein, Kyoyo, sag doch sowas nicht. Es ist ja auch keine große Sache, verglichen mit dem, was alle so auf Fater sagen. Was ist eigentlich mit deiner Mutter? Als du diese schweren Zeiten durchgemacht hast, hat sie irgendetwas getan, um dir zu helfen? Wir saßen beide im selben Boot. Er hat sie auch im Stich gelassen und vergessen. Genau wie mich. Vergessen? Wir wurden vergessen und begraben unter seiner Anwesenheit. Genau wie ein helles Licht dunkle Schatten vertreibt. Wir hatten keine Unterstützung, kein Geld. Wir mussten ganz alleine überleben und konnten nur aufeinander bauen. Kyoyos Vater, Byung-hee, war ein sehr egoistischer Typ, weil er wenig Aufmerksamkeit von seinem Vater bekam, lebten Kyoyo und seine Mutter in Armut. Das ist ja Missbrauch. Kyoyo starrte Doyon für einen Augenblick an. Mutter und ich saßen im selben Boot und deshalb waren wir aufeinander angewiesen.
先生が振り向いてくれると望んでいたかもしれないけど。Auch wenn ich sicher bin, dass sie gerne die Fürsorge von meinem Vater gehabt hätte. Sie war körperlich krank und deshalb muss es wirklich schwer und einsam für sie gewesen sein. Und was war das für eine Krankheit? 1型糖尿病だったんだ。一生インスリン注射をして生きていた。 Diabetes Typ 1. Schon ihr ganzes Leben lang musste sie Insulin nehmen. Dadurch hatte sie auch während ihrer Schwangerschaft eine Komplikation. Und ich war nicht mehr ich selbst für lange Zeit, nachdem sie verstarb. Schließlich nach ihrem Tod hat mich mein Vater dann akzeptiert. Aber dann war alles bereits zu spät. Ja, du hast dich sicherlich emotional entfremdet von deinem Vater. Ich wusste ja nicht, dass der mysteriöse Byung-hee Lee eine derartige Familiengeschichte hat. Ja, das ist die Macht des Geldes. Damit kann man alles bewirken. Oder so tun, als wäre es niemals geschehen. Das ist alles vergangen. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Meine Eltern sind beide verstorben, aber die Menschen sehen in mir nur das Kind einer reichen Familie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, muss ich sagen. Das ist ja wirklich eine Tragödie, die hier das Spiel offenbart. Also das Spiel klagt ja so viele Dinge an. Einerseits generell diese Wettbewerbe, diese Talentwettbewerbe, wo die Kandidaten ausgebeutet werden. Generell auch Musikindustrie. Ich weiß nicht, ich habe mal auf Twitch einem zugeguckt, wie er Idolmaster gespielt hat. Das ist ja auch so. Die Sängerinnen, die werden da ausgebeutet. Es geht nur darum, eine Platte zu machen, Gewinn zu erzielen und so weiter. Und das kein Leben, was man unbedingt führen möchte. Aber die haben ja meist keine Wahl. Und hier jetzt auch so. Und eine einzige Tragödie. Und die zweite Sache ist ja die auch mit den sozialen Medien. Wie die Leute immer urteilen, ohne die Realität zu wissen. Und das ist ja was, was wir auch oft erleben. Da wird in der Presse rumgetreten, rumgebasht oder jetzt auf Twitter oder so ist es dann ja teilweise noch schlimmer. Die Leute lesen nur irgendeine Schlagzeile und dann wird direkt erstmal ausgekeilt, ohne die volle Wahrheit zu kennen. Naja. Für mich sind diese schwierigen Zeiten bereits zu Erinnerungen geworden. Manchmal vermisse ich diese Tage. Okay, kommen wir wieder zur Realität zurück, also nicht zur Realität, zur Gegenwart zurück. Ausländische IP-Adresse von Esunian. 違うはずだ。
Meinst du, dass Esunyan wirklich von Übersee auf Vater zugreift? Daro? Wer kann einer Person voll vertrauen, der seine wahre IP-Adresse verrät? Naja, das kommt immer auf die Tatsache an. Wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, dass jemand was enthüllen will und der Geheimdienst ist hinter ihm her und der muss deshalb seine IP-Adresse verbergen, da könnte man dem schon vertrauen, auch wenn er seinen wahren Namen und seine Identität nicht preisgibt, weil er sonst vielleicht damit rechnet, umgebracht zu werden. Kann man schon so sehen, aber deshalb können wir jetzt den Aussagen von Esunyan vertrauen, weil er seine IP-Adresse verschleiert. Und da würde ich sagen, das Verschleiern seiner IP-Adresse hat gar nichts damit zu tun, ob wir ihm trauen können, ob seine Aussagen stimmen oder nicht. Na, komm mal. Naja, vielleicht war es nur ein Bluff. Die Morddrohung könnte ja nur durch Zufall eingetreten sein. Esunyan hat das Interesse, uns zu verwirren. Wir sollen Angst verspüren und panisch auf Vater reagieren. Ah, deshalb auch das Bad Ending, als ich an der einen Stelle diese Vater-Kommentare nicht mehr ignorieren konnte und dann darauf reagiert habe, und dann wird alles viel schlimmer, ich bekam die Depression, dann alle tot. Ja, das war das Ziel von Esunyan. Ja. Naja, wir werden nicht zulassen, dass Esunyan seinen Willen bekommt. Könnten Sie Plughole irgendwie einsetzen, damit er für sie kämpft? Nein, aber nach kurzer Zeit schüttelte Duyun den Kopf. Hallo. Ja, deshalb solltest du besser gar nicht auf Esunyan reagieren. Mach dir keine Sorgen, ich verschwende mein Datenvolumen nicht auf diesem Troll. In dieser Schlacht gewinnt der zuletzt noch steht. Wenn ich eliminiert werde, bin ich umso verletzlicher. Es klingt so, als hättest du schon Online-Fights gehabt. Ich habe schon viele Threads auf Vater gelesen bezüglich Beastars. Ich habe genug darüber gelernt, wie hässlich es laufen kann auf Vater. Okay, dann, dass der Account noch nicht gesperrt wurde. Naja, wenn man bedenkt, wie langsam die Sonnen so sind, wird es wohl eine Weile dauern. Es scheinen ja ein paar Leute den Vorfall gemeldet zu haben. Es ist noch früh am... Nein, es ist nicht früh am Morgen, sondern es ist noch mitten in der Nacht. Deshalb könnte das ja auch noch ein Hindernis sein. Verdammt, es würde helfen, wenn wir den Account blocken. Oder wir könnten ihn auch ignorieren, den Account, aber das wäre vielleicht nicht klug. Jemand wird es auf jeden Fall lesen und an uns weiterleiten. Ich schätze, wir müssen unsere eigene Lösung finden. Wenn das so weitergeht, wird es noch Einfluss auf unsere geistige Gesundheit nehmen. Ich hoffe nur, dass nicht alles außer Kontrolle gerät. Sondern die Annahme der Top 10, also dass Esunyan zu den Top 10 gehört. Wenn wir also die bereits Eliminierten mit einbeziehen.
Die meisten von denen verstanden sich nicht gut mit Heisou. Hm. Eine dieser Personen hatte am meisten Ärger mit Heisou. Und zwar Hyoju. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie man den Namen korrekt ausspricht. Ich habe mir bei den Namen, die hier immer wieder vorkommen, hatte ich das ja damals so gemacht, dass ich dann mir angeguckt habe, wie sind die koreanischen Schriftzeichen. Die habe ich dann zu Translate Google kopiert und mir die da vorlesen lassen. Dann weiß man, muss ich halt also, wie zumindest Google diese koreanischen Namen ausspricht. Und so spreche ich die jetzt auch ungefähr aus. Also bleiben wir einfach mal bei Hyoju. Ja, sie und Heisong hassen ja einander. Und Sunyan hat ja auch Hyoju einmal in einem Post erwähnt. Ja. Wo ist jetzt der Unterschied? Wir sagen jetzt, es ist verständlich, oder ist es verständlich? Ach so, das hier ist eine Antwort, das ist eine Frage. Ist es deswegen logisch zu sagen, dass es Sunyan es gemacht hat? Kann es denn wirklich erst Sunyan sein? Oder. Also sie. Denn indem sie jetzt dieses hier macht, hat sie ja trotzdem keine Chance, zurück in die Show zu kommen. Ja, stimmt, wir sollten keine voreiligen Schlussfolgerungen ziehen. Sie hat sich schlecht mit Heisong verstanden und sie hatte eine Uhr. Das ist das Einzige, was uns jetzt stört. Hyoju wurde in der ersten Runde des Finales eliminiert. Also das heißt Platz 8 bis 10. Ah. Ja, und das Resultat war hauptsächlich ausgelöst durch die Fans von Heisong. Nun, wir behalten es beim Hinterkopf als Möglichkeit. So, und dann die Annahme, dass Sunyan zum Personal hier gehört. Ehrlich gesagt, behagt es mir nicht, darüber zu sprechen. Jedes Mal, wenn etwas passiert, wird immer die Schuld erstmal beim Personal gesucht. Wenn wir jetzt also dem Personal vorwerfen, Sunyan zu sein, ja, das wirft kein gutes Licht drauf, aber wir benutzen den Fater-Account, den uns die Show gegeben hat. Und da immer nur ein Account mit einer Uhr verbunden ist, können wir uns nicht mit einem anderen Account verbinden. Trotzdem kennen die anderen sensible Informationen über unseren Account. Wenn sie Accountname und Passwort kennen, kommen sie auf den Cloud-Server. Ich sollte meine Gedanken auf eine Sache konzentrieren. Habe ich es richtig? Nein, ich sollte mich nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Ich sollte auch andere Verdächtige ins Auge fassen. Okay. Dann sind wir jetzt schon über eine Stunde und haben gerade erst mit zwei Leuten gesprochen. Und hier ist schon wieder ein neues Gespräch noch dazugekommen. Ja.
machen wir das auch nochmal eben. Und dann, das ist auch das Letzte. Dann machen wir Schluss für die Folge. Dann machen wir die nächsten beiden in der nächsten Folge. Es müssen verschiedene Bedingungen vorliegen, wenn es Sunyan ein Personalmitglied sein soll. Ja, wir können jetzt auch nicht alle Personalmitglieder in einen Sack stecken, wenn wir hier spekulieren. Und wir sollten die Möglichkeit auch bedenken, dass Sunyan möglicherweise kein Personalmitglied hier ist. Wenn wir jetzt eine Verdächtigung aussprechen, ohne vorher sorgfältig nachgedacht zu haben, dann kriegen wir möglicherweise ordentlich Kontra. Wir können ja denken, was wir wollen. Aber wir müssen echt vorsichtig sein, wenn wir jetzt was machen. Hi. Ja, wir sind noch in der Findungsphase. Es gibt ja auch ein Mitglied des Personals unter uns. Also sollten wir vorsichtig sein, was wir sagen. Ja, ich versuche ihn nicht zu beleidigen. Sei mag es bestimmt nicht, wenn wir die Verantwortung auf das Personal schieben. Okay. Das war jetzt ja nichts Wichtiges mehr, aber in dieser Folge haben wir echt viel über Kyoyo gelernt. Bin ich mal gespannt, ob wir... Ein bisschen haben wir auch über Chuyong gelernt, stimmt, da hatten wir auch noch das persönliche Event. Mal sehen, ob wir noch über Inha oder Sei in der nächsten Folge was sehen. Ja, bis gut, macht's gut, bis dann. Tschüss.